brumm, 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 brumm. Ja, ich fühlte mich schon immer als, was bin ich jetzt eigentlich? Ach ja, Panzerfahrer berufen. Gucken wir doch mal, ob ich es auch kann. Nehmen Sie die gegnerische Basis ein oder zerstören Sie alle gegnerischen Fahrzeuge. Klingt einfach, kann ich. Wird schon schief gehen. Lade? Kommt, ein paar noch. Ein paar nur noch. Obwohl höchstwahrscheinlich, da bin ich mir auch 100% sicher, da das hier meine erste Runde ist und... Oh mein Gott, half Vampire, half Werewolf. Und da ich Noob bin in diesem Spiel, werde ich jetzt sowas bekommen. Autsch! Eine unserer Ketten wurde getroffen! Kette wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Ja, komm. Hi. Motor, Fahrzeug zerstört. Arschloch. Naja. Aller guten Dinge sind ja bekanntlich mehr. Kaufen wir erstmal einen neuen Panzer. Ich will einen schweren. Okay, kann ich mir noch nicht ganz leisten. Kann ich mir einen neuen mittleren leisten? Nein. Ich will hier deutschen. Ich will einen deutschen Panzer. Nein, kein Engländer. Ami, ne. Nee. Na toll, ich kann mir so einen kleinen hier holen. Forschung benötigt. Forschung. Ja. Damit könnte ich mir einen Jagdpanzer zulegen. Ich will aber nicht den aufbessern. Ich will... Hier haben wir doch was gut Germanisches. Gute germanische Bauweise. Den erforschen wir jetzt mal weiter. Unser Turm.
Ja. Der Vorschuss. Und jetzt könnte ich... Okay, damit gehen wir jetzt mal nochmal ins Gefecht. Ich hoffe, damit läuft's besser. Im Himmelsdorf. Also ich bin schon mal nicht der Einzige, der diesen Panzer nimmt. So, solange der noch lädt, kann ich euch ja mal eine wissenschaftliche Frage stellen. Und zwar, ihr kennt ja das Phänomen, dass sich Menschen beim Sex Tiernamen geben. Denkt ihr, dass Tiere sich beim Sex Menschennamen geben? Ich meine so... Bewegung! Oh, es geht los. Ich meine so zwei Hunde sind so am... Iku machen für Dala und da sind mehr. Und da sagt Frauhund zu Mannhund... Oh ja, ich will hier was mit dem Menschennamen. Und der Hund lächelt da oben nur. Gertrude! Annegret! Dörte! Ich folge den Jungs mal. Ganz unauffällig. Entweder habe ich echt einen verdammt kleinen Panzer oder das ist eine verdammt große Straße. Sag mal, was fährst du mir in den Rennfixer? Dämliche Gurke. Ja, schön wär's. Hey, guck mal, läuft schon mal besser. Ich bin schon mal A. Ja. Na komm, 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 komm hoch, komm hoch, komm hoch. Selten dämliche Position. Camper. Ich verabscheue Camper. Ihre Panzerung!
Eine unserer Ketten wurde getroffen. Wir sind erledigt. Raus hier! Wer hat mich jetzt abgenietet? Naja. Fahrzeug betreten. Komm ich da einfach wieder rein dann? Mit dem Ami? Nein, schon wieder ein anderes. Doof. Glaubt ihr das? Ich habe heute 2 Stunden lang gepoppt, ey. Morgen muss ich erstmal eine stadtneue Luftpolsterfolie holen. Knuffig. Ich verstecke mich einfach hinter dem da. Los geht's! Ich sollte, glaube ich, definitiv beim Fliegen bleiben. Innerhalb des Fliegen eindeutig wohler. Muss an meiner adlergleichen Graziosität liegen. Ja, komm, komm, komm. Gib Gas. Die hängen uns noch ab. Jetzt muss ich in der Kurve überholen, aber nein. Warte, vielleicht krieg ich eingeholt. Nein, der zieht vom. Boah, zerstörbare Umgebung, das ist hier besser als bei Call of Duty. Jetzt habe ich eine Lieblingsbeschäftigung. Geht aus der Sonne. Wollte ich haben.
Noch bin ich am Leben. Wieso kann der Typ Verschwindibus machen? Ey, das war Michael! Ja, komm schon. Ich hab doch hoffentlich einen Offroad-tauglichen Panzer erwischt. Das war's für uns! Raus hier! Hups. Naja, das ist World of Tanks und ich werde definitiv beim Fliegen bleiben. Tschüssi!